das Geniale an einem so schönen Spätsommer oder auch goldenen Herbst ist natürlich, dass man einfach mal rausgehen kann und mit einem Mobile Device seine Spiele auch draußen spielen kann. Natürlich auch Trading Card Games oder Sammelkartenspiele. Und das hat noch einen ganz, ganz anderen großen Vorteil heutzutage. Man muss sich nämlich keine Gedanken mehr darüber machen, ob keine Karten verloren gehen. Man muss sie sichern, im normalen Fall. Ich spiele schon ziemlich lange Sammelkartenspiele. Man hat allen möglichen Kram und überall geht immer was verloren. Das hier ist übrigens, womit ich angefangen habe. Middle Earth, The Lidless Eye. Herr der Ringe, lange bevor Peter Jackson angefangen hat, Filme draus zu machen. Aber ich gebe es auch zu, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Als ich 2002, 2003 das letzte Mal richtig, richtig intensiv Magic the Gathering gespielt habe, kamen die ersten digitalen Versionen raus. Und ich dachte mir, hey, warum soll ich denn das alles nochmal kaufen? Das ist doch Blödsinn, ich habe doch die ganzen Karten hier. Warum soll ich eine neue kaufen? Und als dann Hearthstone kam, habe ich natürlich gedacht, ja, das ist ja nur eine einfachere Version von Magic the Gathering. Tja, man kann sich ja auch irren, nicht? Und heutzutage ist das ein ganz, ganz wichtiger Part unseres Spiels. Aber heute soll es nicht darum gehen, was ich falsch eingeschätzt habe. Ich hatte auch durchaus schon mal recht, zum Beispiel bei EVE Online, eins meiner absoluten Lieblings-MMOs, als da das Sammelkartenspiel rauskam, habe ich mir gedacht, dass es nichts wird. Und das kann man heutzutage nur noch benutzen, um seine Gläser draufzustellen. Anyway, einer meiner absoluten Lieblings-Publisher, Bethesda, haben aus ihrer Marke The Elder Scrolls jetzt auch ein Trading Card Game gemacht, ein Sammelkartenspiel. The Elder Scrolls Legends. Ich lese mir das gerade auf der Website durch. Die Open Beta hat angefangen, ohne dass ich das mitbekommen habe. Ich danke da den Kollegen, die mich darauf hingewiesen haben. Und jetzt machen wir einfach mal einen schönen Blick, ob das Hearthstone das Wasser reichen kann. Oder will es das vielleicht gar nicht? Bei Bethesda ist es ja so, dass sie ganz gern mal wirklich neue Wege gehen. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ihr das erste Mal Elder Scrolls Legends startet, werdet ihr ein bisschen von den Optionen erschlagen. Nicht weniger als 10 verschiedene Völker mit jeweils 4 Klassen stehen zur Auswahl. Das ist natürlich ganz in der Tradition von Bethesda und The Elder Scrolls, dass ihr euch wirklich den Charakter zusammenbaut, den ihr auch gerne spielen wollt. Nachdem ihr euch ein Volk und eine Klasse ausgesucht habt, müsst ihr zwingend den Story-Modus durchspielen. Vorher könnt ihr keine weiteren Optionen wählen. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, denn The Elder Scrolls Legends hat einige Optionen am Start und einige Sachen im Metagame, die ihr nicht so einfach lernt. Deswegen ist es sehr, sehr gut, dass Bethesda sich gedacht hat, hey, der Story-Modus und die einzelnen Akte schalten immer weitere Funktionen frei und nachher seid ihr richtige Profis, wenn ihr dann anfangt, gegen echte, andere, menschliche Spieler zu spielen. Wenn ihr im Story-Modus ein Spiel gewinnt oder einen neuen Level erreicht, bekommt ihr 2 Arten von Boni. Erstens die Game Rewards, das sind Karten, und dann die Level Up Rewards. Die Level Up Rewards sind meistens Upgrades eurer Karten. So werden eure Starterkarten verbessert. The Elder Scrolls macht das richtig gut, wie man durch die Story geführt wird. Man beginnt mit Basics und wird immer weiteren und neuen Aufgaben und Herausforderungen entgegengestellt.
Hier sieht man zum Beispiel schon einmal gut, dass ich mich entscheiden muss, in welche Lane ich eine Karte setze. Wenn ihr eine Kreatur in einer Lane habt, könnt ihr nicht in der anderen Lane angreifen. Das mag zunächst irrelevant klingen, aber einige Features des Metagames von The Elder Scrolls Legends sorgen dafür, dass nachher die Kontrolle einer Lane spielentscheidend sein kann. Mal so ganz zwischendurch. Wie ihr seht, gibt es auch bei The Elder Scrolls Legends verschiedene Arten, verschiedene Farben von Kartentypen. Das ist so ein bisschen wie bei Magic the Gathering, wo schwarze Karten mit dem Tod zu tun haben, grüne Karten, Wildwuchs etc. repräsentieren. Am Anfang des Story-Modus habt ihr eigentlich noch kein selbstgebautes Deck. Das bedeutet, ihr könnt noch nicht wirklich darauf zurückgreifen, was im Metagame wohl welche Karten am besten zusammenarbeiten können. Aber nach einer Zeit werdet ihr dieses Feature nicht mehr missen wollen. Natürlich gibt es in The Elder Scrolls Legends auch Unterstützungskarten, die dafür sorgen, dass Spells stärker werden, dass Zusatzwaffen dafür sorgen, dass ihr höhere Angriffskräfte habt oder dass die Lebensenergie eurer Karten erhöht wird. Das sieht man zum Beispiel ganz gut am Sunhold Medic, der plus 2 im Bereich Lebenspunkte dazu gibt. Wie bei Trading Cards heutzutage üblich, haben natürlich auch die meisten Karten bei The Elder Scrolls Legends Sekundäreffekte. Zum Beispiel, wenn ihr die Karte das erste Mal ins Spiel bringt, wird ein gewisser Schaden ausgelöst, ihr werdet geheilt etc. Es gibt auch hier Kreaturen, die Charge haben, Ansturm oder wie auch immer man es nennt. Das bedeutet, sie können in der Runde, in der sie auf das Spielfeld kommen, gleich angreifen. Interessant ist aber bei The Elder Scrolls Legends, dass ihr Runenenergie verliert. Sobald ihr 5 Runenenergie verloren habt, also eure Lebensenergie, zieht ihr automatisch eine Karte. Und dort gibt es wieder eine Sekundärfähigkeit, die Prophecy genannt wird. Ihr könnt kostenlos und sofort die Karte, die ihr eben gezogen habt, dadurch, dass ihr 5 Lebenspunkte verloren habt, einsetzen. Perfekt. Eine Karteneigenschaft, die ich aus anderen Trading Card Games schon kenne, ist hier etwas ganz anderes. Guard. Das bedeutet, genauso wie in anderen Spielen auch, dass diese Karte, diese Kreatur oder dieser Kämpfer angegriffen werden müssen und man nicht direkt den Gegner angreifen kann. Soweit so bekannt. Durch die verschiedenen Angriffslanes ist es in The Elder Scrolls Legends allerdings möglich, wenn ihr den Guard in einer Lane gekillt habt, einfach auf der anderen anzugreifen. Das bringt noch einmal neue Aspekte ins Metagame von The Elder Scrolls Legends. Hier seht ihr zum Beispiel, wie ich durch eine Unterstützungskarte den Guard in der einen Lane einfach wegwische. Dadurch geht Schaden in der Lane durch und natürlich auch genereller Schaden. Hier seht ihr eine Kreatur mit Charge. Ich kann sie sofort einsetzen und den Gegner angreifen. Wie vorhin schon mal angesprochen, bieten Level-Up-Rewards Upgrades eurer Karten. Hier zum Beispiel kann ich wählen, wie ich die Karte verbessere. Entweder ich gebe dem Hive Defender Guard oder Breakthrough. Ein weiterer Aspekt, der das Metagame verändert. Nie hat jemand die gleichen Karten. Beziehungsweise es gibt verschiedene Arten von Karten und jeder wird wahrscheinlich andere Aspekte in den Vordergrund stellen. Die angesprochenen Farben der Karten erinnern schon ziemlich an Magic the Gathering, sorgen aber dafür, dass das Metagame sich konstant ändert. Die Lane-Mechanik sorgt nicht nur dafür, dass man sich öfter mal verschiedene Angriffsstrategien auf verschiedenen Wegen ausdenken muss, sondern sorgt auch dafür, dass man ganz oft ganz anders denken muss. So gibt es Karten, die in einer unsichtbaren Shadow Lane gespielt werden und die dann Cover, eine Art Verstohlenheit, haben. Diese Kreaturen können nicht angegriffen werden, wenn sie euch nicht vorher angreifen.
Their deaths will bring glory to the Empire. Das bedeutet in diesem ganz konkreten Fall, dass meine Kreatur jetzt auch Verstohlenheit hat. Das bedeutet, erst wenn ich mit ihr in der nächsten Runde angreife, wird dieser Schleier gelüftet und dann kann auch diese Kreatur angegriffen werden. Im Story-Modus müsst ihr euch öfter mal entscheiden, wenn ein Kampf zu Ende ist. Hier ist ein kleiner Welpe zurückgeblieben. Adoptiert ihr ihn? Oder lasst ihr ihn zurück? Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, bekommt ihr eine andere Karte für euer Deck. Wie gesagt, 5 Lebenspunkte, eine Rune, ihr zieht automatisch eine Karte. Und in diesem Fall gibt es Prophecy. Ich kann den Gradwood Ambusher sofort einsetzen. Hier seht ihr einen weiteren Aspekt, ein weiteres Feature von The Elder Scrolls Legends. Solange das Spiel läuft, ist dieser Effekt ongoing. Das bedeutet, er läuft die ganze Zeit. In diesem Fall ist es, alle meine Kreaturen haben einen Lebenspunkt mehr. Das ist gut erkennbar an der grünen Lebensenergiezahl bei jeder meiner Karten. Wenn ihr ein ganzes Kartenpack gewinnt, läuft das genau wie bei Hearthstone. Ihr zieht es in den Bereich, das Paket öffnet sich, ihr dreht die Karten um und seht dann, was ihr so gewonnen habt. Mit den neu gewonnenen Karten ist es dann Zeit, endlich mal ein eigenes Deck zu bauen. Im Story-Modus kommt das irgendwann und wie ihr seht, ist es genau wie in Hearthstone. Warum etwas Neues erfinden, wenn es wunderbar funktioniert in einem anderen Spiel? Diejenigen von euch, die Hearthstone spielen, werden sich sofort zurechtfinden. Now remove a different card by selecting it or dragging it out of your deck. Decks may range from 50 to 70 cards. You can keep adding or removing cards until yours is just how you want it. Once you've decided, select done. Im Laufe eurer Karriere gewinnt ihr auch Titel, Ingame-Währung, Goldmünzen. Im Moment ist in der Beta der Shop oder der Store noch nicht aktiv. Gibt wahrscheinlich einfach noch nicht genügend Karten. Aber ihr könnt auch ganze Sets, also ganze Decks gewinnen, die schon vorher vorbereitet sind. Dann geht ihr in den Deckbuilder und baut euch euer individuelles Deck zusammen. Ingame-Währung für den Ingame-Shop könnt ihr euch auch durch Aufgaben verdienen. Fassen wir also meinen First Look einmal genauer zusammen. Macht The Elder Scrolls Legends Spaß? Ja. Solltet ihr es spielen, jetzt wo es in der Open Beta ist? Auf jeden Fall. Ist The Elder Scrolls Legends der Hearthstone-Killer? Nein. Und ich glaube auch nicht, dass es das sein will. Einige Mechaniken wie der Deckbuilder oder andere Aspekte mögen ähnlich sein wie in Hearthstone, aber The Elder Scrolls Legends steht einfach für eine eigene Marke. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich der Ingame-Shop entwickelt und in welche Richtung die Varianz und die Möglichkeiten im Metagame bei den Karten geht. Außerdem ist es spannend zu sehen, wie weit Bethesda in den E-Sport-Bereich wie Hearthstone eindringen will. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik und deswegen kann ich euch nur sagen, klickt auf den Link unten in der Video-Description, ladet euch die Beta runter, spielt es selbst. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in dieses feine, wirklich spaßige Trading-Card-Game, Sammelkarten-Game gewähren. Und vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Server. Ich würde mich freuen. Bis denn.